Eigentlich, ja, eigentlich haben wir schlechte Nachrichten, aber wir sehen dennoch tendenziell steigende Kurse. Gut, es geht nicht raketenmäßig nach oben, aber es ist ein moderater Anstieg, der sich hier fortsetzt, auch im asiatischen Handel. Und das, obwohl, wie gesagt, die Nachrichtenlage eigentlich gar nicht so schlecht ist. Woran liegt das, dass die Kurse sich dennoch gut halten? Nun wahrscheinlich an der Fed, die heute Abend ihre Sitzungsergebnisse mitteilen wird. In der Regel sind die Märkte, sind die Aktienmärkte so in den 24 Stunden vor der Fed-Verkündung selten schwach. Das ist das eine. Und es mag auch daran liegen, dass am Freitag der große Verfall ist. Das dürfte schon heute so ein bisschen ziehen und ruckeln an den Märkten. Schauen wir uns die einzelnen Dinge mal an, die hier vielleicht berichtenswert sind. Zuallererst der Facebook. Hier will die FTC, also praktisch die Aufsicht, die Behörde in den USA mal gucken, ob man hier nicht Antikartellverfahren eröffnen wird. Und man hatte Facebook seitens der US-Behörden ja schon mal am Wickel. Damals hatte Facebook 5 Milliarden Dollar gezahlt. Aber wenn die Geschichte hier sich so abspielt, wie man vermuten kann, die in Untersuchungen sind schon sehr, sehr weit. Also man hat schon Zuckerberg befragt, das dürfte jetzt schon Ende des Jahres kommen. Dann wird Facebook wohl nicht mit 5 Milliarden Dollar davon kommen. Da sind einige Vorwürfe, die sich durchaus gewaschen haben, und das könnte ja dann auch auf andere Tech-Konzerne ein bisschen überspringen, die ja alle durchaus Kartellprobleme haben. Apple mit seinem iStore und so weiter und so fort. Also das ist perspektivisch wirklich ein ziemlich großes Risiko, zumal jetzt Kim Kardashian ihre durchaus nicht wenigen Follower dazu aufgerufen hat, jetzt erstmal Facebook und Instagram zu boykottieren, zumindest eine Zeit lang, weil diese Plattformen eben Hate Speech befördern würden, respektive nicht zeitnah darauf reagieren. Es müssten erst Menschen sterben, bevor dann reagiert wird. Das sei nicht tolerabel, so Kardashian hier in diesem Tweet. Und die hat sehr, sehr viele und sehr treue Follower. Das ist sozusagen etwas, was für Facebook noch hinzukommt. Hier sehen wir die Aktie von Facebook dann in Reaktion auf diese FTC-Untersuchung und in Reaktion auf Kim Kardashian. Es ging dann doch relativ deutlich nochmal runter für die Aktie, ebenso wie für Apple gestern, die eine ganz großartige Präsentation hatten. Da hat man diese neue Apple Watch vorgestellt, hat ein bisschen was vorgestellt. Das war also so sensationell innovativ, wie die Firma ja seit dem Tod von Steve Jobs ist, dass dann der Aktienkurs praktisch leicht nach unten gegangen ist. Vielleicht hat man da ein paar iPhones vermisst, 5G-iPhones und so weiter. Die große Ankündigung von Apple, Huawei hat das schon längst. Die Amerikaner sind dazu noch nicht in der Lage. Also das zeigt schon, dass man da technologisch vielleicht ein kleines Problemchen hat, hat die Märkte nicht interessiert. Apple ist der viertgrößte Aktienmarkt der Welt, wenn man so will. Die Firma ist mehr wert als die Aktienmärkte in Deutschland, in Großbritannien. Nur die USA, China und Japan bringen noch etwas mehr auf die Waage als die Marktkapitalisierung von Apple, muss man sich mal vorstellen. Aber die haben ja die Apple Watch, gell? Das ist natürlich die Apple Watch, meine Damen und Herren. Wer das nicht hat, der ist ja praktisch verloren, gell? Also, und dann haben wir schlechte Nachrichten von der Impfstofffront. Erinnern wir uns, am Montag, da sind die Kurse ja noch gestiegen, weil es einen Impfstoffoptimismus gab und einen Optimismus in Sachen Tech-Mergers, also praktisch Zusammenschlüsse großer Tech-Konzerne, aber vor allem war es die Impfstoffhoffnung. Jetzt musste Pfizer sagen, dass in der späten Phase klinischer Tests doch da einige moderate, wie man sagt, Nebeneffekte, Nebenwirkungen aufgetreten sind. Das dürfte das Ganze ein bisschen schwieriger machen. Bill Gates hat ja gesagt, naja, Pfizer und Moderna, was die da entwickeln, das riecht so ein bisschen nach Abzocke. Die wollen dafür auch sehr, sehr viel Geld haben, wenn es denn jemals eine solche Vakzin geben wird. Sanofi, Gates hat sich da eher für die Geschichten von AstraZeneca ausgesprochen, also einem europäischen Konzern. Und es gab jetzt auch nicht nur für Facebook und Apple schlechte Nachrichten, sondern vor allem auch schlechte Nachrichten in Sachen Banken. Da hat jetzt die Citigroup gesagt, naja, also die Erholung der US-Konjunktur, die ist schlechter verlaufen, als wir im Juni noch geglaubt haben. Deswegen müssen wir unsere Kreditrückstellungen ein bisschen erhöhen. Man sieht, dass die Ausfallraten bei Krediten deutlich steigen, auch zum Beispiel bei Hypothekenkrediten. Die Leute
Leute sind also oft nicht mehr in der Lage, ihre Rechnungen zu bezahlen, ihre monatlichen Raten zu bezahlen, zumal der nächste Stimulus nicht so richtig kommen will. Da ist man noch meilenweit entfernt. Und es gab gestern auch ja diese Bankenkonferenz in den USA, wo die ganzen Großen gesprochen haben, überall sozusagen sich geäußert haben zu verschiedenen Bereichen, JP Morgan, Bank of America, die jetzt sagen, ja, unsere Erwartungen für die Einnahmeseite durch Zinsgeschäfte, die sind nochmal deutlich runtergegangen oder sind runtergegangen. Und das, obwohl man ja, wenn man als Amerikaner eine Kreditkarte hat und hier unter die Nulllinie fällt, dann zahlt man so schlanke 17% Zinsen auf das negative Guthaben. Was haben wir noch? Wir haben gestern ja gesehen, dass der Nasdaq 1,2% gestiegen ist, also diese Hoffnung auf die Erholung. Gleichwohl sehen wir, wie Holger Cipic hier anmerkt, dass wir nach wie vor eine relativ hohe Volatilität haben. Es gibt ja jetzt einen neuen Future auf die Nasdaq-Volatilität und wir sehen, da sind wir relativ hoch, über 31. Die Vola gestern auch nicht gefallen, obwohl der Nasdaq gestern gestiegen ist. Das ist so ein bisschen beunruhigend für die Bullen vielleicht. Es ist jedenfalls meistens so, dass wenn die Aktienkurse fallen, zumindest ist es in letzter Zeit so, wenn die Aktienkurse fallen und der VIX nicht mehr steigt, also die Vola nicht mehr steigt, dann ist das tendenziell bullisch. Und wenn wir steigende Aktienmärkte haben, aber die Vola nicht fällt, dann ist das tendenziell ein Warnsignal, so wie es ein Warnsignal war, als die Märkte eben gestiegen sind bis vor 2 Wochen und der VIX aber gleich mitgestiegen ist. Und das hat die Korrektur ein bisschen angekündigt. Aber jetzt wird vieles davon abhängen, wie diese ganze Geschichte mit dem Verfall ausgeht. Wir haben zum Beispiel, wie John Hardy von der Saxo Bank anmerkt, dass wir Optionsbereiche haben, hier zum Beispiel 14 Milliarden an Volumen bei Tesla-Optionen. Alleine gestern wurden dieses Volumen gehandelt und zwar alleine in einer Option, die am Freitag verfällt. Also wir sehen, da ist wahnsinnig viel auf dem Spiel. Die Broker müssen sich abhatchen. Da hat jemand mal auf YouTube mich gefragt, ja, warum ist das so? Naja, wenn ich jetzt als Broker zum Beispiel jemand einen Call verkaufe, dann brauche ich entweder jemand, der einen Call mir wieder verkauft, also ein Kunde, der dem Broker sozusagen dann einen Call, den er gehabt hatte, verkauft. Oder ich finde eben niemand, der mir einen verkauft, dann muss ich mich absichern, weil im Prinzip der Broker ja gegen den Kunden wettet. Das heißt, kauft der Kunde einen Call zum Beispiel auf Tesla und Tesla steigt, dann verliert der Broker, weil er faktisch gegen den Kunden wettet. Also was tut er? Er muss dann, wenn er niemand findet, der ihm einen Call verkauft, dann muss er selber die Aktie kaufen, um sein Risiko abzudeckeln. Das heißt, der Kunde gewinnt, dann hat der Broker immerhin praktisch das ganze Risiko neutralisiert, indem er im selben Volumen die Tesla-Aktie dann kauft, um das mal kurz darzustellen. Ich hoffe, es war verständlich, wie auch immer. Aber dass die Märkte jetzt trotz eher mäßiger Nachrichten nicht nach unten gehen, hat wahrscheinlich zu tun mit diesem jungen Mann, der hier Münzen praktisch aus einem Apparat rausschießt. Das Paradoxe ist ja, dass die USA zwar derzeit Billionen an Geld drucken, respektive digitales Geld drucken, aber sie haben Mangel an physischen Münzen. Deswegen musste Steve Mnuchin ja schon als Finanzminister die Leute aufrufen, ja Leute, bitte zahlt mit Münzen, wir haben zu wenige davon. Das ist eigentlich ein Treppenwitz der Geschichte. Und die Fed hat jetzt heute Abend im Grunde die Aufgabe, irgendwie erklären zu müssen, dass man an dieser ultra-expansiven Geldpolitik weiter wird festhalten müssen, gleichzeitig aber die Wirtschaft sich ja doch einigermaßen verbessert hat. Wie kriegt man diesen Spagat hin? Also wir machen praktisch total außeralltägliche Maßnahmen in einer Wirtschaft, die zumindest alltäglicher wieder wird nach dem Hochpunkt der Corona-Krise. Und wie alltäglich werden wir heute sehen? Wir haben nämlich heute die Einzelhandelsumsätze in den USA und wir haben jetzt ja die Situation, dass die Amerikaner durchschnittlich nochmal einen Scheck von $300 bekommen haben. Donald sei Dank, aufgrund der Exekutivorder, die Sid Donald nochmal hat locker machen können. Aber das Geld ist aufgebraucht. Das hat man aus bestimmten Töpfen genommen, die nicht mehr hergeben. Und solange jetzt keine Einigung zwischen US-Demokraten und US-Republikanern ist, wird auch nichts mehr kommen. Dementsprechend wird sich das vielleicht heute schon in den Einzelhandelsumsätzen niederschlagen. Hier sehen wir die massiven Ausschläge. Zunächst mal diesen Einbruch im April, aber dann kamen die schönen Schecks. Dann haben die Amerikaner im Mai gesagt, ist doch alles suche, mir kaufe etwas. Und das hat so ein bisschen nachgelassen. Man erwartet jetzt immer noch einen Zuwachs von 1,0%. Bin gespannt, wie die Daten heute ausfallen werden. Ich erwarte eine Verschlechterung der Konjunkturdaten, insbesondere im Konsumbereich, jetzt in den nächsten Wochen.
und Monaten. Und wir haben vielleicht noch interessant eine Meldung, die chinesische kommunistische Party, die will sich jetzt verstärkt in der Privatwirtschaft engagieren. Das wäre dann vielleicht das, was Donald Trump und den Amerikanern nochmal in die Karten spielen könnte, denn eigentlich spricht ja vieles gegen die Amerikaner. Wirtschaft stark eingebrochen, die chinesische Wirtschaft weniger stark eingebrochen, die ganze Logik spricht derzeit für die nächsten Jahrzehnte für China, aber je mehr Einfluss die kommunistische Partei auf die Wirtschaft hat, umso besser für die Amerikaner, denn die Kommunisten schaffen es, jede florierende Wirtschaft letztendlich stillzulegen. Also das vielleicht ist denn nochmal eine Chance für die Amerikaner. Insgesamt also die Nachrichtenlage, es ist nicht dramatisch schlecht, aber es ist eigentlich eher ungünstig. Der Impfstoffoptimismus gedämpft, Schwierigkeiten für vor allem Facebook mit dem Potenzial auf andere Tech Konzerne überzugreifen. Wir haben jetzt diesen Optionsverfall und die Fed vor der Brust. Das werden die entscheidenden Dinge sein. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Auffällig jedenfalls ist, dass wir zwar die Erholung sehen, aber so richtig dynamisch ist es nicht nach dem 2 Wochen Abverkauf. Bin gespannt, wie dann vor allem im Optionsbereich die Dinge sich entwickeln werden nach dem Verfall. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diesen so richtig letzten Sommertag vielleicht. Bis dann. Ciao.